Hier habe ich es also. Pierre le chef is out to lunch. Und was soll ich jetzt hier genau machen? Durch verschiedene Länder ziehen und das Gemüse wieder einfangen. Ich soll mich also auf die Jagd machen und Gemüse fangen? Nichts leichter als das. Ich schlüpfe in die Rolle von Pierre le chef, bin ein angesehener Koch, bin auf Welttournee, aber als ich Vorbereitungen mache und das Geschirr säubere, passiert das Malheur. Die Nahrungsmittel machen sich selbstständig. Jetzt liegt es an mir, das kulinarische Gleichgewicht wiederherzustellen. Ah, ich bin in der Schweiz. Und los geht's. Ah, da ist was. Ein Stück Käse. Denke ich zumindest. Nur wie stelle ich das jetzt an, dieses Ding wieder einzufangen? Naja, in den meisten Spielen hat sich Draufhüpfen bewährt. Ich probier's einfach mal. Aber was ist jetzt? Schläft der Käse oder was passiert hier gerade? Soll ich nochmal draufhüpfen? Tut sich nichts. Frau, dieses Gemüsefang funktioniert einfach nicht. Was braucht man in jedem Spiel? Brüste. Power-Ups. Probier's hiermit. Oh, da ist wohl dieses Power-Up. Ich werde es einfach mal probieren. Wow, 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 wow. Ich merke richtig, wie ich auf einmal viel... Nein, eigentlich fühle ich mich nicht stärker. Mal ehrlich, ich sehe aus wie ein Idiot. Ich sehe aus wie dieser eine Schlumpf, der Torten macht. Versuch's erstmal. Du wirst schon sehen, es bringt was. Für die Horde. Oh, hier ist ja auch ein Power-Up für Pierre. Mit einem Netz lässt es sich gleich viel besser fangen. Und hier habe ich auch Mehl zum Werfen als eine Art Distanzwaffe. Vollgepackt mit Netz und Mehlgranaten steht dem ersten Michelin-Stern nichts mehr im Weg. Hier ist wohl der Ursprung der Killertomaten entstanden. Ich wäre auch mega angepisst, wenn mich ein Koch in die Sklaverei treiben würde. Jetzt habe ich alles, was sich bewegt, gefangen. Habe vorhin schon gesehen, da gibt es einen Käfig, also nix wie hin und die Sachen einsperren. Es gibt auch noch andere Power-Ups, wie zum Beispiel die Chili-Soße. Hier verwandelt sich Pierre seinen Rachen in einen Drachenschlund und ihr spuckt Feuer. Was für mich das coolste Power-Up ist. Aber es gibt zum Beispiel auch noch einen Kochlöffel, der, naja, ihr seht ja selbst, die Reichweite hat die gleiche wie der kleine Finger. Kulinarische Kriegsführung, genau mein Gebiet. Wieder alles eingesackt und jetzt nix wie weg hier. Was ist das? Wer ist das? Such dir dein eigenes Gemüse, du Tomatensohn. Ging gerade nochmal gut. Was ist denn jetzt hier auf einmal los, verdammt nochmal? Als würde es nicht reichen, einen Rivalen zu haben. Jetzt muss ich das Essen auch noch vor Bakterien schützen. Was bin ich denn hier, ein Arzt? Von diesem ganzen Gemüse, Käse und so bekomme ich eher Lust auf was Süßes. Was haben wir denn da? Eine leckere Zuckerstange. Du sollst Nahrungsmittel beschaffen und dich nicht am Zucker berauschen. Aber das ist doch nur ein kleines Stück. Du bekommst eine, wenn du fertig bist, okay? Als würde ich auf sie hören. Verdammt! Bonuslevel, endlich mal ein bisschen Obst. Wobei ein bisschen Fruchtzucker auch nicht einen guten Schokoriegel ersetzt, aber hey, besser als gar kein Zucker. Und wieder auf Gemüsejagd. Anscheinend haben wir die Schweiz hinter uns gelassen und jetzt bin ich auf den Spuren von Kratos. Aber Moment, was zur Hölle ist das? Ein ausgestoßener Torpedotät aus Super Mario World? Und hey, was ist das denn da oben? Das sieht aus wie eine Sau aus Battletoads. Wo bin ich denn hier gelandet? Nach einer Zeit ist es echt anstrengend, immer nur Gemüse zu fangen. Meine Zuckerstange wurde mir zwar weggenommen, aber es muss doch irgendwas geben, was ein bisschen Zucker in die Sache bringt. Ich glaube, da fällt mir was ein. Ja, ich esse Zul von der 9. Dimension. Wo die 9. Dimension liegt? Naja, ihr kennt doch Krang und sein Technodrom, die sind aus Dimension X. X ist gleich 10, Dimension 9, Dimension 10. Okay, der war platt. Oh mein Gott, so viel Süßes. Schokolinsen, Zuckerstangen, Lutscher, Zuckerwattewolken, Gummibärchen. Hier sollte der Chefkoch mal herkommen, ein absolutes Paradies für mich. Aber irgendwie ist es fast schon zu viel an Süßigkeiten. Ach, irgendwie ist es echt langsam zu viel Süßes. Ich glaube, ich bin kurz vorm Zuckerschock. Wenn ich nur an Schokolade oder Zucker denke, glaube ich, kriege ich echt einen Zuckerschock. Was geht ab? Ich liebe Out to Lunch. Ich liebe Zul. Ich liebe das Super Nintendo. Ich liebe Ig. Nee, tue ich nicht. Da bräuchte ich schon Crack. Was? Was ist denn mit dir falsch? Es ist Zeit abzurechnen.
Ich räche meine Zuckerstange. Show me a move. Falcon kick. Falcon kick. Falcon punch. Yes.